Sanja Sala. So, damit wären wir also schon bei Teil 4 der Sternentreier-Kampagne, die inzwischen relativ regelmäßig fortgesetzt wird. Das Sturmgeheul von Shiadur. Wie schon Teil 3 von drei Autoren, Dominik Ladek, Nikolai Hoch und Raphael Knop. Unterteilt ist das Ganze, wie wir es ebenfalls schon gewöhnt sind, in drei Kapitel. Und zwar steigert sich das Abenteuer von einem relativ entspannten Besuch im silbernen Faden Karren bei der Lichtelfin Yam Goldhaar über einen ausgedehnten Hexcrawl im Totenmoor bis hin zur epischen Schlacht um die Morgensternfestung Shiadur. Das Licht an der Grenze der Nacht, welches die Hochelfen als Bollwerk gegen die namenlosen Horden von jenseits des ehernen Schwertes erbaut haben. Von daher sind diesmal besonders Kampftalente gefordert. Natur und Handwerk sind aber immerhin noch mit 2 Punkten angegeben. Denn in Teil 4 stürzt die Bahalür, das schon bekannte Flugschiff der Helden, über dem Totenmoor ab. Und es müssen die Trümmer geborgen und das Schiff repariert werden. Und dafür braucht es sowohl magische als auch handwerkliche Fähigkeiten. In der Kategorie Lebendige Geschichte staubt das Sturmgeheul von Shiadur 2 von 4 Punkten ab, was insofern Sinn ergibt, dass die Ereignisse zwar historisch bedeutsam sind, aber sich nicht auf die Gegenwart auswirken. Allerdings gilt das auch für Teil 3 und der hatte 4 von 4, also ist Shiadur vielleicht einfach nicht so berühmt wie der Himmelsturm. Sonst kann ich mir das auch nicht erklären. An der Sache mit der Folgenlosigkeit hat man allerdings versucht, was zu machen, denn das wurde ja immer wieder von verschiedenen Leuten kritisiert. Und tatsächlich ist gerade Kapitel 2 durch das Format des Hexcrawls sehr viel variabler und freier, als wir das in den vorangegangenen Abenteuern gesehen haben. Das ändert zwar nichts daran, dass die großen, wichtigen Ereignisse alle nur im Traum passieren, aber auch da hat man, obwohl man jetzt nicht völlig von dem Konzept abrücken wollte oder konnte, ein bisschen was dran zu machen. Ich zitiere dazu mal 2 Stellen aus dem Abenteuer. Einmal Seite 37. Am Ende sollte die Frage stehen: Haben wir womöglich aufgrund der Natur von Madayas Träumen zwischen Realität und Traum dazu beigetragen, dass die Geschichte so verlief, wie sie verlaufen ist? Und dann etwas später, vielleicht ein bisschen zynisch, hatte die Entscheidung der Helden also Konsequenzen? Hier wird also versucht, ohne grundsätzlich vom Konzept abzuweichen, die Möglichkeit zu eröffnen, dass es vielleicht doch etwas bewirkt hat, also dass es mehr als ein Traum war und die Helden vielleicht wirklich in der Vergangenheit irgendwie Einfluss genommen haben. Also als Spielleiter bekommt man da den Auftrag, das seinen Spielern zu suggerieren. Es ist allerdings die Frage, wie man das anstellt. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Illusionen. Es ist normalerweise nicht nötig, dass Spieler tatsächlich super großen Einfluss auf das Ende eines Abenteuers nehmen können. Denn meistens geht es ohnehin gut aus und das ist in der Regel das, was Spieler oder wenigstens ihre Charaktere wollen. Insofern beschwert sich niemand. Aber das ist hier ein bisschen schwieriger. Denn es ist ja gesetzt, dass Shiadur fallen wird und Amalaya sterben. Und damit sind die Möglichkeiten schon wieder ziemlich begrenzt. Und naja, diesen Gedanken anzustoßen, ob naja, die Helden durch ihre Aktionen vielleicht doch den Schlachtverlauf beeinflusst haben, das ist die Frage, wie man das anstellt. Dass die Spieler davon selbst drauf kommen, ich glaube eher nicht. Und zwar ist das etwas, das mir speziell bei diesem Abenteuer aufgefallen ist, denn die Probleme von den Abenteuern sind ja eigentlich alle sehr ähnlich. Denn es hängt alles im Grunde damit zusammen, dass die Ereignisse eben in Madayas Träumen stattfinden. Aber das ist jetzt etwas Neues, und zwar zieht es sich durch dieses Abenteuer, dass
immer wieder Sachen vorkommen, wo ich mich frage, wird dieses Wissen jemals bei den Spielern oder bei den Helden ankommen? Versteht mich nicht falsch. Es gibt gute Gründe, zum Beispiel die Vorgeschichte eines NSCs in einem Abenteuer auszuarbeiten, obwohl klar ist, dass die Spieler davon nichts erfahren werden. Denn es kann immer noch der SL helfen, diesen NSC glaubwürdig darzustellen. Wenn man aber gar nicht in die Verlegenheit kommt, diesen NSC darzustellen, weil gar keine direkte Konfrontation zwischen dem NSC und der Heldengruppe vorgesehen ist, dann frage ich mich, wozu hat er dann überhaupt so eine umfangreiche Vorgeschichte? Und zwar rede ich in diesem Fall von der namenlos Geweihten, die durch ihr finsteres Ritual die Bahalür zum Absturz bringt. Die hat eine durchaus interessante Vorgeschichte, aber die Möglichkeiten, die zu erfahren oder zu rekonstruieren, sind für die Helden relativ begrenzt. Und das ist echt schade, denn mir gefällt ihr als Figur sehr gut. Also mit diesem Aufenthalt im Neolithenkloster und ihrer Selbstverstümmelung, die eigentlich ihren Aufstieg in einen höheren Rang innerhalb des namenlosen Kultes markiert, die Neoniten aber total falsch gedeutet haben und wie sie dann entkommt, das ist alles durchaus spannend. Aber ich denke, für die meisten Gruppen wird die im Endeffekt nicht von der typischen Random-Kultistin zu unterscheiden sein, die aus dem Gebüsch springt und ruft, haha, fresst meinen Purpurblitz. Und so geht es weiter. Diese namenlos Geweihte ruft Maruk Metai, der jetzt auch nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt ist, sechsgehörnter Dämon, der Heerführer des Namenlosen. Und dieser Dämon korrumpiert eben das Herz der Bahalür, denn Maruk Metai ist kein gestaltlicher Dämon, sondern einer, der immer einen Wirtskörper braucht, und das ist in diesem Fall eben die Bahalür. Also so kommt es zu dem Absturz. Naja, im Endeffekt können die Helden diesen Absturz nicht verhindern, und das Herz der Bahalür zerspringt in mehrere Teile. Und zwar hängt die Anzahl dieser Teile davon ab, wie viele Seelenmakel die Bahalür in den vorangegangenen Abenteuern schon angesammelt hat. Je mehr, desto schlimmer. Also es können bis zu 6 Herzteile werden, die die Helden dann im Toten Moor aufspüren müssen. Ich finde es ganz cool, dass sich hier die Seelenmakel mal auswirken. Allerdings ist es für die Spieler wieder total intransparent, denn, naja, sie kriegen eben diese Anzahl von Splittern vorgesetzt und müssen dann damit arbeiten, aber sie wissen jetzt nicht, wieso das mehr oder weniger sind oder dass sie da überhaupt Einfluss drauf hatten. Also hier hatten sie tatsächlich mal Einfluss auf was, aber das kann man ihnen eigentlich nur OT mitteilen. Gleiches gilt dafür, dass diese Herzteile je nach Gefährlichkeit der Zone, in der sie in dem Hexcrawl landen, in verschiedenen Farben leuchten. Auch das, nette Idee, aber wer um alles in der Welt soll das rausfinden? Ich glaube nicht, dass das bis zu den Spielern durchdringt. Und ja, also es ist auch in Kapitel 3 noch so. In Kapitel 3 kommt es dazu, dass Feyangola Finsterblick, Amalayas ehemaliger Geliebter, der jetzt das namenlose Heer anführt, sich in die Morgensternfestung einschleicht und dabei die Gestalt von Anvarion, des Heerführers der Hochelfen, annimmt und dadurch einiges an Verwirrung stiftet, was letztlich zum Fall der Festung führt. Da dachte ich mir erst, der begibt sich persönlich ganz schön in Gefahr. Ist das nötig? Hätte es ein Quitzlinger nicht auch getan? Aber dann dachte ich mir, die Helden werden das wahrscheinlich nie erfahren. Es hätte auch ein Quitzlinger sein können. Aber darauf komme ich nachher nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Fangen wir mit der Reise an. Wie immer sind diese kleinen Reiseszenen, die man verwenden kann oder auch nicht, sehr schön gemacht. Ich glaube, ich habe das auch schon bei einem der Vorgänger gesagt.
Auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Heldengruppe Salz abbaut, um es dann zu verkaufen. Auf dem Weg haben die Helden mal ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, aber auch nur deswegen, weil da ist ja nichts. Also da können sie nicht viel anrichten. Und wenn sie tatsächlich irgendeine Stadt anfliegen wollen, dann sagen ihnen natürlich die NSCs, dass das eine ganz dumme Idee ist. Denn es soll ja nicht alle Welt von der Bahalür erfahren. Angesteuert wird Norburg, weil man da Verbündete hat. Aber auch da fliegt man natürlich nicht mit dem Flugschiff rein, sondern das wird irgendwo geparkt, versteckt. Und dann kommt die Gruppe nach Norburg. Norburg wird genutzt, um die Helden mit Ausrüstung zu versorgen, also Heiltränke und so weiter, die sie in Anbetracht des Kampfanteils in diesem Abenteuer wahrscheinlich auch dringend nötig haben werden. Und um schon mal einen profanen Plotstrang anzuteasern, der dann wohl das fünfte Abenteuer dominieren wird. Also da geht es dann wohl darum, dass habgierige Menschen die Bahalür an sich bringen wollen. Es ist ziemlich lange her, dass die Helden in einer normalen Stadt waren. Also kann sein, dass die Spieler das ausnutzen wollen und sich da ein bisschen länger aufhalten. Eine weitere Option hier ist ein Besuch in Travingen, was mir persönlich ganz gut gefällt. Denn Travingen wurde auch in der Simjala-Kampagne angesteuert. Anlass dafür bietet ein Zwischenfall mit einer Rondra-Statue in Norburg, der, wenn die Helden herumfragen, mit einer Pilgergruppe in Verbindung gebracht werden kann, zu der auch die besagte Namenlosgeweihte gehörte. Aber natürlich weiß das zu dem Zeitpunkt noch keiner. Und diese Pilgergruppe war eben auch in Travingen. Das heißt, je nachdem, wie stark man diesen Punkt macht, könnte man die Spieler motivieren, einen Abstecher nach Travingen zu machen. Und dort können sie erfahren, dass es dort einen tragischen Todesfall gegeben hat. Mutter Herdgard, die Gründerin von Travingen und Hüterin des Goldenen Eis, ist da gerade gestorben. Und zwar gerade als sie dieser Pilgergruppe das Goldene Ei gezeigt hat. Das ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert und werden die Spieler so nicht erfahren, aber es ist offenbar so, dass Travia, Mutter Herdgard, die ja schon hochbetagt war, genau in dem Moment zu sich gerufen hat, um das Goldene Ei vor dem Zugriff der namenlos Geweihten zu schützen, die das gerne an sich gebracht hätte und in ihrem finsteren Ritual verbraten. Für die Helden würde es wahrscheinlich eher so aussehen, als wäre Mutter Herdgard hier irgendwie ermordet worden. Aber genaueres kann man dann da auch nicht rausfinden. Aber wie gesagt, Travingen. Dann sollte es zügig weitergehen zum silbernen Faden Karen, dem Wald der fetten Karene, der deswegen so heißt, weil die Niwesen die Beobachtung gemacht haben, dass wenn ihre Karene in diesen Wald laufen, dass sie dann nach relativ kurzer Zeit vollgefressen wiederkommen, was daran liegt, dass es eine Globule ist und die Rentiere eigentlich, naja, sehr viel länger als nur ein paar Stunden weg waren. Diesen Schauplatz kennt man auch schon aus der Phileasson-Saga, was die Position von Sternenträger als Phileasson-Nachfolger unterstreicht. Dort treffen die Helden Niam Goldhaar, eine Lichtelfe, die eine Freundin und Mentorin von Amalaya war und die ihnen sagen kann, dass Amalaya in der Schlacht um Shiadur gefallen ist. Der Silvanden Faden Karen ist eine Globule, das heißt, man muss erstmal reinkommen und das ist trotz Einladung gar nicht so einfach. Das ist alles schon etabliert, also das haben die Autoren nicht aus dem Nichts gestampft und lässt sich auch nicht ohne weiteres ändern, weil man ja gewisse Erwartungen an diese Globule hat. Es ist so eine kleine Herausforderung, die in Ordnung ist, aber nicht in Frust ausarten sollte, wenn ihr mich fragt. Und wenn sie dann in der Globule drin sind, dauert es noch ganze 7 Tage, bis sie tatsächlich auf Niam treffen. Und haben dort so die typischen Begegnungen, die man sich von einer Feenglobule halt erwartet. Satyren, Nymphen, Dryaden, Wurzelbolde und Visionen. Aber so richtig passieren tut nichts.
Also es ist eher so ein bisschen wie ein Ausflug in die Salamandersteine. Wildnis mit ein bisschen übernatürlichem Beiwerk. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, sowas erwarte ich mir auch von so einer Globule. Aber 7 Tage ist ganz schön lang. Also 3 Tage hätten es auch getan, wenn ihr mich fragt. Denn ich möchte als Spielleitung nicht wirklich 7 Tage hier ausspielen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sie raffe, wozu denn die 7 Tage? Es erinnert sich doch dann hinterher sowieso keiner mehr, dass sie da 7 Tage unterwegs waren. Also ja, 3 Tage hätten es auch getan. Also ich weiß nicht, ob man hier irgendwas beweisen muss, aber kommt schon. Niam hat sie eingeladen, also kann sie ihnen ja auch ein bisschen entgegenkommen. Dann, was Niam selbst angeht, ich bin sehr dankbar für die Zusammenfassung ihres langen Lebens, denn das ist tatsächlich so ein Fall, wo ich diesen NSC darstellen muss und dafür ein bisschen Hintergrund brauche. Also das ist extrem hilfreich. Das Einzige, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, ist, im Jahr 1011 nach Bosporans Fall griff Pandora mit ihren Chimären Niams Wald an, konnte aber zurückgeschlagen werden. Da hätte mich interessiert, von wem? Ist das ein Abenteuer? Also bei sowas hätte ich gerne, dass man mir als SL die Recherche abnimmt. Aber naja, es ist nur ein ganz unbedeutender Nebenaspekt, der vermutlich nie im Gespräch zum Tragen kommt, also egal. Die Funktion von Niam in dem Abenteuer ist, dass die Helden auch mal ein paar Antworten kriegen. Das Problem ist nur, dafür müssen sie eigentlich erstmal die richtigen Fragen stellen. Und aus meiner similen Erfahrung, bei mir hat das nie so wirklich gut funktioniert. Also immer wenn solche Szenen kamen, musste ich den Spielern die Information förmlich aufdrängen, weil einfach die richtigen Fragen nicht kamen. Und die Spieler hatten auch relativ schnell keine Lust mehr auf vages, elfisches Geschwurbel. Also interessanterweise sind die historischen Infos danach, die nicht in Anführungszeichen stehen, deutlich handfester. Also da geht's um Shiadur, Maruk Metai, Gonchmur, das Streithaus des Namenlosen, Amalayas Stern, Amalayas Seelentier, das ist alles etwas greifbarer als der Teil davor und kann der Gruppe auch nachher wirklich weiterhelfen. Außerdem, yay, Geschenke! Denn was wäre eine Elfenkampagne ohne ein paar magische Spielereien? Also bei diesem Teil halte ich es aus meiner Erfahrung raus für wichtig, extrem platt und gerade herauszuarbeiten, was zu tun ist, warum und wie. Was zu tun ist, alle Teile von Amalayas Seelenlied zu finden und Amalayas letzte Worte in Erfahrung zu bringen. Das ist jetzt nicht völlig neu und wie gesagt, es klingt total plump, aber das ist wichtig. Ihr seid in einem Rollenspiel und eure Spieler dürfen sich nicht fragen, warum waren wir gleich nochmal hier? Also versucht das hier überdeutlich zu machen, denn ihr richtet mehr Schaden an, wenn ihr das nicht tut. Als Antwort auf das Warum gibt der Text hier das Argument, weil der Schatten, also Arantalva, mit Amalayas Seele, Zitat, noch mehr Leid über die Elfen bringen kann. Das ist wieder typisches Elfenblabla. Versucht das konkreter rüberzubringen. Der Namenlose verfolgt einen Plan mit dem Sternenfall und diese Amalaya-Quest, auf der sich die Helden befinden, könnte ihm da reingrätschen. Das heißt, es ist essentiell, an Amalaya dran zu bleiben und diese Quest weiter zu verfolgen. Seelenlied finden, letzte Worte in Erfahrung bringen. Und naja, wie ist das zu bewerkstelligen? Indem sie ins Totenmoor fliegen und die Stelle finden, wo Amalaya gestorben ist. So, dass sie dann mit der Bahalur in Madayas Träume überwechseln können und dort Amalayas letzte Worte an Feyangola Finsterblick in Erfahrung bringen können. Damit ist in der Globule alles Wichtige erledigt. Kommen wir zu Kapitel 2. Das Totenmoor. Auf jeden Fall ein cooler Schauplatz.
Und ich gehe auch auf jeden Fall mit der Idee des Hexcrawls mit. Der ist sehr solide gemacht. Es werden ein Haufen Informationen, ein Haufen Optionen gegeben, so dass sich der meines Erachtens ohne unglaublich große Vorbereitung leiten lässt. Hexcrawls sind für DSA eher ungewöhnlich, aber ich mochte zum Beispiel auch sehr den Hexcrawl in der Dämonenbrache, der in der Garrett-Box enthalten ist. Und das Totenmoor funktioniert ganz ähnlich, abgesehen davon, dass hier der Aspekt des Sich-Verirrens weniger ausgeprägt ist. Denn in der Dämonenbrache kann es einem immer passieren, dass man sich verläuft und dann in der nächstgefährlicheren Zone wieder rauskommt. Und das hat nochmal eine ganz andere Dynamik. Im Totenmoor tritt diese Namenlosgeweihte, die vorher schon angedeutet wurde, in Aktion. Sie opfert da im Sumpf zwei Jäger, die auch Teil dieser Pilgergruppe waren, und beschwört damit eben Maruk Metai, der daraufhin die Kontrolle über das Herz der Bahalühe übernimmt. Und dann sind alle an Bord erstmal ziemlich am Rotieren. Und ich finde, es ist ein ganz schöner Konflikt, dass die Helden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eben das Herz angreifen müssen. Denn so steht es in der Dämonenbeschreibung. Die klassische Art und Weise, Maruk Metai wieder loszuwerden, ist, seinen Wirtskörper zu vernichten. Und das ist in diesem Fall dummerweise die Bahalühe. Also schöner Konflikt, denn die Helden haben die Bahalühe zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit lieb gewonnen. Und es ist ja auch ein wertvoller Besitz. Das heißt, schwierig hier auf dieses Herz einschlagen zu müssen, wenn sie jetzt keinen kompetenten Entschwörer dabei haben. Als ich im Intro gelesen habe, dass Maruk Metai beschworen und besiegt wird, dachte ich mir, wow, ganz schön krass. Aber ich denke nicht, dass das die Spieler oder die Helden notwendigerweise erfahren, denn, naja, böse Präsenz ergreift Besitz von der Bahalühe. Ja, das kann vieles sein. Das ist von Maruk Metai besessen ist, erfahren die Helden wahrscheinlich gar nicht. Denn elfennahe Magier haben meistens nicht so viel Ahnung von Dämonen. Wie auch immer die Helden das anstellen, es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass das Herz zerbricht. Je nachdem, wie viele Seelenmakel die Bahalühe zu dem Zeitpunkt angesammelt hat, werden es entweder 3 Herzteile oder schlimmstenfalls 6. Das heißt, der Hexcrawl wird länger oder kürzer und die SL kann es entweder dem Zufall überlassen, wo diese Herzteile landen, oder indem sie selbst entscheidet, wo diese Herzteile sein sollen. Also es gibt hier auch wieder verschiedene Zonen, verschiedene Geländetypen und je nachdem ist es eben gefährlicher oder weniger gefährlich, diese Herzteile zu bergen. Es wird jedenfalls mit recht hoher Wahrscheinlichkeit irgendwie auf Kampf hinauslaufen. Und es sind in dem Abenteuer auch eine große Menge an verschiedenen Gegnertypen und sonstigen Herausforderungen. Und es gibt auch wieder diese durchaus nützlichen Merkkästen, die typisch für DSA 5 sind, wo zum Beispiel nochmal wiederholt wird, was für Eigenschaften haben eigentlich Geister, von was für Zaubern können die betroffen sein, wie gefährlich sind die. Also das finde ich hier ganz gut, weil man ja auch vorher nicht unbedingt weiß, wo die Heldengruppe rauskommt und man nicht mitten im Spielen Sachen noch nachschauen möchte. Auch die Elfengeister als Foreshadowing finde ich gut, trägt zur Stimmung bei und natürlich ist das im Kern nur eine dumme Sammelquest, aber ich glaube, man vergisst das über die Zufallsbegegnungen. Also, auch wenn es hoffentlich keine 6 Teile sind. Und in diesem Teil können die Helden eben auch schon Informationen sammeln, die ihnen dann später in der Schlacht von Nutzen sein werden. So können sie zum Beispiel das Skelett des Riesen Tugrabab finden und in Erfahrung bringen, wie und wo der gestorben ist. Und da geht es dann in der Traumwelt auch mehr oder weniger gleich weiter, wenn nämlich die Bahalühe repariert ist. Dann taucht die Gruppe eigentlich gleich in die Schlacht um die Morgensternfestung Shiadur ein. Der Teil mit den Riesen wird hier am Anfang beschrieben.
Ich weiß nicht, ob es notwendigerweise gleich am Anfang passiert, denn im dritten Kapitel muss die SL einiges leisten. Also, während ich sagen würde, dass der Hexcrawl relativ einfach zu leiten ist, weil eigentlich alle Informationen vorhanden sind, denke ich, dass das dritte Kapitel eine sehr viel erfahrenere SL braucht, weil hier zwar auch prinzipiell alles vorhanden ist, aber das Ganze dramaturgisch sinnvoll zusammenzusetzen und auszuarbeiten, das ist nochmal was ganz anderes als bei dem Hexcrawl-Teil. In der Schlacht sind vier Riesen anwesend. Die Helden haben aber nur mit zweien zu tun, und zwar mit Wolkenkopf und Tugrabab. Wobei die Interaktion mit Wolkenkopf eher indirekt ist, denn der Riese ist selber nicht so ganz davon überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen. Und sollte es zu irgendeiner Art von rührenden Szene kommen, wenn die Helden zum Beispiel jemandem helfen, jemand für jemanden in die Bresche springt oder so, dann wird sich Wolkenkopf von der Schlacht abwenden, weil er eben erkennt, dass er hier eigentlich fehl am Platze ist und das alles gar nicht will. Ich weiß nicht, ob sich so eine Szene natürlich ergibt. Wahrscheinlich ja. Möglicherweise nicht gleich am Anfang. Also das könnte eben, wie gesagt, auch schon relativ spät sein. Aber das muss man sich dann eben anschauen, wie das dramaturgisch funktioniert. Der, sagen wir mal, bösere Riese ist Tugrabab und der muss dementsprechend auch getötet werden. Und naja, den Vorschlag, den das Abenteuer da macht, ist eben, ihn mit einer Art Super Ignifaxius zu grillen, der aus den Leuchtfeuern von drei Wachtürmen gespeist wird. Naja, da konnten die Helden eben in der Spielgegenwart sozusagen die Anleitung finden, indem sie eben das Skelett untersucht haben. Das heißt, die Helden betreiben hier in gewisser Weise Reenactment, denn sie werden selber dazu nicht in der Lage sein, diesen Flammenstrahl zu erzeugen. Also müssen sie sich in der Traumwelt einen passenden Zauberweber suchen, der das dann umsetzen soll, während sie den Riesen dahin locken. Bestenfalls fühlen die Spieler sich dann schlau, weil sie das eben schon vorher in Erfahrung gebracht haben, wie dieser Riese gestorben ist, und überlegen sich eine interessante Strategie, um den Riesen zu diesen Türmen zu locken. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie das in ihrer Kreativität einschränkt, denn, naja, es ist ja wieder mal alles schon passiert und sie können eigentlich keine eigenen Ideen mehr entwickeln, wie sie jetzt diesen Riesen zu Fall bringen. Was auch eine ziemlich große Herausforderung ist, deswegen ist es wieder gut, dass hier ein Vorschlag gemacht wird, wie man den besiegen soll. Aber ja, ist eine zweischneidige Sache. Um Tugrabab zu den Türmen zu locken, kriegen die Helden von den Hochelfen Hippogriffe ausgeliehen. Aber ich habe mich gefragt, was tue ich, wenn einer von den Helden diese Tierkundeprobe nicht schafft, damit der Hippogriff ihn aufsteigen lässt? Schaut der dann mit dem Ofenrohr ins Gebirge? Ich finde es immer schwierig, wenn etwas an einer Probe festgemacht wird, das eigentlich klappen muss. Denn als Spielleitung handle ich mir nur Probleme ein, wenn einer von den Helden zurückbleibt. Außerdem klingt in diesem Teil tatsächlich mal an, die Vergangenheit zu ändern. Und zwar heißt es da, die Helden können im Totenmoor Geistererscheinungen erlebt haben, die über ein grausames Gemetzel an Elfenreitern und einer Zentaurin klagten. Falls Sie sich daran erinnern oder das drohende Gemetzel mit einer Probe auf Sinnesschärfe wahrnehmen und die Stelle ansteuern, können Sie versuchen, Fea Syne und ihre Gefährten zu retten. Fea Syne ist diese Zentaurin und hier rein logisch betrachtet, wenn diese Geister da sind und von dem Gemetzel berichten konnten, hat sich das Gemetzel ja ereignet. Das heißt, eigentlich können die Helden es nicht verhindern, denn sonst hätte ihnen ja niemand davon berichten können. Also hier beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Aber ja, vielleicht ist das eben eine dieser Stellen, die dann Zweifel streuen sollen und die Helden auf den Gedanken bringen, dass sie ja vielleicht doch was bewirkt haben.
Jedenfalls können die Helden durchaus einige Erfolge verbuchen. Also wenn sie den Riesen zu Fall bringen und vielleicht noch die Zentauren retten. Und es gibt auch noch diverse andere kleinere Szenen, die man bringen kann. Jedenfalls läuft es für die Angreifer nicht so super gut. Und deswegen sieht sich laut Abenteuer Feyangola Finsterblick irgendwann gezwungen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, schleicht sich in die Festung und stiftet als falscher Anvarion Verwirrung. Und die Helden können nichts dagegen tun. Interessanterweise zeigt das Abenteuer hier Problembewusstsein. Und zwar, ich zitiere: Wenn deine Spieler mit dieser harten Setzung Probleme haben, solltest du das Auftreten Feyangolas so dosiert einsetzen, dass die Helden nur über die Auswirkungen seines Handelns stolpern. Also wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, wenn du schon Bedenken bei einer Sache hast, dann tu es vielleicht einfach nicht. Das Abenteuer braucht diese Setzung, dass die Helden hier nichts tun können, nur weil es Feyangola selber ist und der nicht aus dem Verkehr gezogen werden darf. Wenn man ihn aber durch einen Kitzlinger ersetzen würde, also durch einen Gestaltwandler-Dämon, dann könnten die Helden den Dämon aus dem Verkehr ziehen, nur halt eben viel zu spät. Das heißt, sie haben einen Teilerfolg, aber sie können halt trotzdem den Untergang von Shiadur nicht verhindern. Also, das wäre für mich ein guter Kompromiss. Aber, also prinzipiell finde ich die Idee eigentlich sehr cool. Die Sache mit dem falschen Anvarion. Mir war nur nicht so ganz klar, wieso sich Feyangola Finsterblick da selber in Gefahr bringen sollte. Ich habe dann noch überlegt, ob er vielleicht selber geht, weil er erst dann einen Dämon schicken kann, wenn die Schutzsiegel schon kaputt sind. Shiadur hat nämlich recht eindrucksvolle Schutzsiegel, aber die können auch nicht als Erklärung herhalten. Denn, und auch das ist etwas, was Spielercharaktere wahrscheinlich nicht rausfinden werden, denn das erfordert 6 Qualitätsstufen, diese Schutzsiegel halten nicht nur Wesen von jenseits des Sternenballs fern, also Dämonen, sondern sie halten auch Diener des Dasa, also des Namenlosen, fern. Das heißt, diese Schutzsiegel würden sowohl einen Quitzlinger als auch Feyangola selbst draußen halten. Das heißt, diese Aktion von Feyangola kann sowieso erst sehr spät passieren, wenn die ersten Schutzsiegel eben schon kaputt sind. Dann kommen wir zu dem echten Anvarion. Und zwar heißt Anvarion zu diesem Zeitpunkt noch der stets Siegreiche, während er in der DSA-Gegenwart als Anvarion, der in die Schatten ging, bekannt ist. Denn auch Anvarion fällt, wie auch Amalaya, in dieser Schlacht. Und zwar findet er den Tod, als das Ross des Namenlosen Gonchmur zurückkehrt. Und das mit Gonchmur ist ganz seltsam. Es ist nichts, was ich den Abenteuerautoren ankreide, aber das Framing von Gonchmur spiegelt sich einfach überhaupt nicht in seinen Werten wider. Gonchmur ist, wie gesagt, das legendäre Streitross des Namenlosen und wurde zuletzt von Marok Metal persönlich in die Schlacht geritten. Solange der auf dem Dämonenross saß, konnte Simya, also der damalige Hochkönig der Hochelfen, ihn nicht zum Kampf stellen. Das gelang ihm erst, als Fenvarien, der dritte Hochkönig der Hochelfen, es geschafft hat, Gonchmur mit einer Art Friedenslied zu zähmen. Danach stellte sich Marok Metal Simya zum Zweikampf und Marok Metal wurde in die Niederhöllen zurückgeschickt und Simya fiel. Danach wurde Urima Hochkönigin der Elfen. Und das Abenteuer erzählt es so, dass Gonchmur von all dem Leid und Blutvergießen sozusagen geweckt wird und deswegen zum ersten Mal seit mehreren tausend Jahren ungerufen auf dem Schlachtfeld erscheint. Daraufhin drehen die Pferde der Hochelfen, die vorher von nichts zu erschüttern waren, durch und die Schlacht nimmt eine sehr unschöne Wendung und Anvarion fällt eben. Mein Problem ist, diese
epische Vorgeschichte von Gonch Mohr spiegelt sich überhaupt nicht in seinen Werten wider. Das ist nicht die Schuld der Abenteuerautoren, das ist mir völlig klar, aber es ist schon irgendwie seltsam. Gonch Mohr ist nicht einzigartig, es ist nicht mal gehörnt, dann, dass es diese Pferde in Angst und Schrecken versetzt, sehe ich regeltechnisch auch nirgends. Es ist einfach regeltechnisch nicht so beeindruckend. Ich meine, diese Pferdedämonen haben alle nicht furchtbar viele Hörner. Also Yashnatham hat ein Horn, Isfogortu hat zwei Hörner, aber die können alle mehr als Gonch Mohr. Ich meine, Yashnatham kann Blitzstrahlen verschießen, hallo? Und Isfogortu hat eine ganze Menge coole Varianten für jede Domäne und die machen beide mehr her als Gonch Mohr. Aber Gonch Mohr ist der Streitross des Namenlosen und hat diese ganze epische Vorgeschichte. Also, es ist irgendwie ein bisschen enttäuschend. Man muss es dann eben ohne entsprechenden Regelhintergrund in Szene setzen. Aber, naja, ich will nur sagen, meine Schwarzmagier-Freunde würden sich ins Fäustchen lachen und es mit einem Fingerschnippen zurückschicken. Also, als dann das Schlachtenglück der Hochelfen endgültig kippt, können die Helden nur noch bei der Evakuierung helfen. Und das finde ich wiederum sehr schön gemacht. Und zwar bei diesen ganzen kleinen Szenen während der Schlacht haben die Helden diverse NSCs kennenlernen können. Zum Beispiel diesen Zauberweber, der ihnen mit dem Flammenstrahl geholfen hat und noch viele weitere. Und zum Schluss ist es eben so, dass sich die Verteidiger von Shiadur in die vier Türme zurückgezogen haben. Und es sind eben verschiedene NSCs, die die Spieler kennengelernt haben, in verschiedenen Türmen. Und es ist relativ klar, dass es sich zeitlich nicht ausgehen wird, die alle zu retten. Das heißt, hier müssen Entscheidungen getroffen werden. Um welchen Turm kümmert man sich als Ersten und welchen Turm, welche Figuren gibt man eben auf? Also das ist eine harte Entscheidung mit Konsequenzen. Ich denke, dass das auch emotional Impact hat, wenn die Spieler nicht die ganze Zeit drüber nachdenken. Oh, das ist ja alles schon gelaufen, wir haben ja sowieso keinen Einfluss. Ich denke, dass das in dem Moment nicht so im Vordergrund steht. Also ich glaube, dass sich das tatsächlich bedeutungsvoll anfühlen kann. Während der Evakuierung des Turms, für den sich die Helden entschieden haben, kommt es schließlich dann auch zur Begegnung zwischen Amalaya und Feyangola. Denn Feyangola hat diese namenlos geweihten Fähigkeit, sich in einen Schwarm Ratten zu verwandeln. Und in Gestalt dieses Rattenschwarms kann er eben während der Evakuierung an Bord kommen. Und zu seiner Unterstützung hat er noch einen Dämon dabei, einen Charvas, der die Spieler beschäftigen soll, während Feyangola und Amalaya sich unterhalten und Feyangola Amalaya letztendlich umbringt. Das ist, denke ich, in mehrerer Hinsicht ganz gut. Denn als SL möchte man keine Selbstgespräche führen. Und das müsste man ja, wenn man diesen Dialog zwischen Feyangola und Amalaya ausführt. Aber es wird eben gesagt, dass es in dem ganzen Kampfeslärm viel zu laut ist und die Helden deswegen Amalayas Worte nicht verstehen können. Und sie sind, wie gesagt, mit dem Charvas beschäftigt. Und ich gestehe, ich hatte zu dem Zeitpunkt völlig vergessen, dass die Spieler ja da sind, um Amalayas letzte Worte zu hören. Ja, es steht zu befürchten, dass es den Spielern genauso gehen wird. Und zwar wahrscheinlich aus anderen Gründen als mir. Denn wenn die in dem Kampf mit dem Charvas gebunden sind, dann sind die gedanklich nicht auf der Story-Ebene, sondern auf der Ebene der Kampfmechanik. Und deswegen stellt euch darauf ein, dass sie in dem Moment vielleicht nicht mehr dran denken, was hier eigentlich das Ziel ist.
Ich glaube, ich würde hier einfach die Zeit anhalten, bis der Schabas besiegt ist, egal wie lange das dauert. Und dann, wenn keiner dran denkt, hier irgendwie was wegen der Akustik zu unternehmen, würde ich sie einfach die Worte hören lassen. Denn daran sollte nun nicht scheitern. Aber ja, dann sollte das normalerweise auch klappen, dass sie Amalayas letzte Worte hören. Denn die brauchen sie für die Überleitung ins nächste Abenteuer. Sonst ist, glaube ich, gar nicht so klar, dass sie als nächstes nach Liratena müssen. Außerdem kriegt die Gruppe in diesem Teil Amalayas Seelentier, und zwar den Sturmfalken, der auch wieder einen Buchstaben mitbringt, wie zum Beispiel davor auch schon das Seeleninstrument. Und diese Buchstaben sollen sich wohl am Ende zu dem Namen Orima zusammensetzen. Das ist ein sehr langfristig angelegtes Projekt, wo ich mir wiederum unsicher bin, ob die Spieler das so im Blick haben. Aber vielleicht müssen sie das ja auch gar nicht. Also vielleicht können sie mehr oder weniger unwissend diese Informationen sammeln. Und man kann ihnen dann, wenn sie wirklich alle Informationen haben und die vorliegen, ihnen einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben. Mein Fazit zu dem Ganzen ist trotz meines Gemeckeres eigentlich recht positiv. Also ich mag den epischen Aspekt von dem Ganzen. Ich finde auch nicht, dass es zu viel Kampf ist. Ich denke, man muss nur aufpassen, dass man die Gruppe nicht versehentlich umbringt, sondern man muss im Blick behalten, wie viel packen die. Der Hexcrawl, der hat auf jeden Fall Potenzial. Also zum Lesen ist der jetzt nicht so spannend, aber das liegt in der Natur der Sache. Denn es ist ja kein Lesetext, sondern es ist die Grundlage für eine Spielsitzung, die sich dann relativ frei entfalten kann. Insofern ist es völlig klar, dass das als reiner Lesetext nicht so interessant ist. Denn Abenteuer, die sich zu gut lesen, sind meistens auch eher Roman als Abenteuer. Und das ist ja auf seine ganz eigene Art und Weise wieder problematisch. Also den Hexcrawl finde ich sehr solide und der ist sicher gut zu leiten, gut zu spielen und wird bei jeder Gruppe wieder ganz unterschiedlich ausfallen. Die Schlacht ist sehr viel schwieriger, also da braucht man wirklich eine kompetente SL, dass es eben nicht nur mechanisch funktioniert, sondern dass auch das richtige Feeling aufkommt. Also dass man das Gefühl hat, man ist Teil einer gewaltigen Schlacht. Und ganz wichtig, dieses Gefühl muss auch aufrechterhalten werden. Denn diese Schlacht ist sicher nicht in einem Abend abgehandelt. Das heißt, man muss es auch schaffen, diese Spannung zu halten. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Dann springen wir nochmal zum Anfang zurück. Der Teil mit Niam verkörpert alles, was meine eigenen Spieler jetzt am Ende der Simula-Kampagne ziemlich leid sind. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht tue ich dem Teil Unrecht. Also vielleicht liegt es eher an meinen persönlichen Vorerfahrungen, dass ich da skeptisch bin. Denn grundsätzlich sehe ich die Funktion von diesem Teil total, dass, naja, eben mal ein NSC auftritt, der den Helden auch wirklich was erklären kann. Aber dafür müssen die eben schon einen gewissen Überblick mitbringen. Und das muss man sehen, wie dieser Überblick dann zu dem Zeitpunkt gegeben ist oder eben nicht. Trotzdem bin ich froh, dass für Teil 5 ein paar profane Probleme angekündigt sind. Denn ich habe das ja schon bei Teil 1 gesagt, man braucht sowas als Kontrast. Sonst nutze ich dieses ganze hochmagische Elfenzeug relativ schnell ab. Aber es erklärt sich natürlich auch irgendwo über die Reiseroute. Denn profane Probleme passen jetzt nicht gerade zum Himmelsturm. Aber das Tosen über Liratena führt die Helden ja geradewegs ins Mittelreich, genauer gesagt in die Wildermark. Und da ist es naheliegend, dass es eben irgendwann nicht mehr gelingt, die Bahalür zu verbergen, sondern dass da Leute auf dieses fliegende, hochelfische Zauberschiff aufmerksam werden. Und sowas weckt natürlich Begehrlichkeiten. Was auch eine ganz schöne Anknüpfung an den ersten Teil ist, wo wir ja diesen Belhankaner Magister hatten, der sich die Bahalür auch schon unter den Nagel reißen wollte.
könnte mir also vorstellen, dass das ein narrativ lohnender Abstecher in die Echtwelt ist, bevor es dann zu Teil 6 wirklich aufs Finale zugeht, wo dann höchstwahrscheinlich Orima eine größere Rolle spielen wird. Ich freue mich von daher auf den 5. Teil und nicht zuletzt auch auf die Auflösung dann im 6. Denn Orima mit dem Sternenmal ist für mich eine sehr interessante Figur der elfischen Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, was da im Kontext des Sternenfalls draus gemacht wird. Bis dahin wünsche ich euch und euren Gruppen viel Spaß mit dem Sturmgeheul von Chiadur. Denn ich glaube, man kann da tatsächlich viel Spaß damit haben und auch eine ganz eigene Geschichte draus machen. Sanya Sala!